Die Bühne ist bereitet. Hier sind die Highlights von Eintracht Trier gegen den FC Kaiserslautern 2. Und wir wollen hoffen, dass wir heute eine Aufstiegsfeier in Trier haben. Eintracht Trier wünscht jetzt viel Spaß mit den Highlights von SVE TV. Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Ali, beide Mannschaften betreten den Rasen des heiligen Trierer Moselstadions und die drei Männer, die die Mannschaften anführen, die hast du für uns. Ja, einen Moment. So, da habe ich die Grafik. Das ist einmal der Hauptschiedsrichter Jan Dennemerker mit seinen Assistenten Yannick Huber und Julian Marx. Und ihnen wünschen wir viel Erfolg bei der Leitung der heutigen Partie. Spang mit dem Kopf dazwischen. Kein Pfiff. Zu wenig für Dennemerker. Ah, Ball vorbeigelegt an Frusch. Franke kommt nicht an. Und auch der FCK tankt sich hier in diese Partie, auch wenn dieser Schuss von Kotscher keine Gefahr darstellt für den Kasten von Radomir Novakovic. Werfen wir noch mal einen Blick drauf. Einmal angenommen. Ah, und da vertut sich Christoph Spang. Das könnte teuer werden. Aber da kommt nur das Schüsschen dabei rum. Trotzdem schauen wir nochmal auf die Szene. Und das war nicht ungefährlich. Und der FCK unterstreicht hier, ja, dass, obwohl es hier für ihn um nichts mehr geht, er auf jeden Fall Interesse hat. Bösen! Oh, dicke, dicke Gelegenheit hier für den SVE. Da kommt, werfen wir direkt nochmal einen Blick drauf. Da kommt Bösen an den Ball. Ja, Eintracht stellt da gut zu. Ja. Das gibt auch den Ballgewinn. Passt. Jetzt. Kincher. Immer noch Kincher. Kincher! Millimeter fehlen Dominik Hinscher hier zum 1:0. Und das schauen wir uns nochmal an. Schöne Grätsche da. Und dann zieht er in den 16er ein und der Ball Millimeter am Kasten von Ante Eljuga vorbei. Ah, super durchgesteckt. 2 gegen 2. Jetzt 2 gegen 3. Ja. Gelb gegen den Kapitän. Gelb gegen Robinson. So, sieht so aus, als würde Sven König es machen. Er hat den Schmerz überwunden, er hat ihn rausgelaufen. Jetzt besorgt er hier in der 31. Spielminute das 1:0 für unsere Eintracht. Lässt hier weit über 6.000 so richtig mal ausrasten. Sven König, und da begraben sie ihn unter sich. Und wir werfen auch natürlich einen Blick nochmal auf diesen ruhenden Ball. Volle Konzentration in beiden Gesichtern. Da läuft er an. Und dann gibt es da nichts zu halten von Ante Eljuga. Und klar, da wird gestartet zum Jubel. Und da kann er sich kaum mehr retten vor seinen Kameraden. Oh, da verschätzt sich Robinson. Brandstein kommt aber nicht an den Ball. Jetzt der Gegenangriff
der Pfälzer auf Gollmann. Aber ja, den hat Novakovic. Ja, gut gemacht von Blum. Sean Blum. Der dreht jetzt auf. Rieseneinzelleistung von Blum. Hat ja die Eintracht Glück. Rieseneinzelleistung von Radomir Novakovic. Das auch. Der sich da in diesen Ball wirft und das 1:1 verhindert. Langer Ball, wieder suchen sie da Marius Bauer. Der ist quirlig auf seiner Seite, findet aber seinen Meister in Maurice Fusch. Immer wieder Vincent Bösen, der hier extrem viele weite Wege geht. Schickt jetzt Jan Brandscheid. Ja, kein Abseits. Zentrum noch nicht besetzt, da kommt jetzt aber Dominik Kintscher. Kintscher! Nachschuss, Ömer Yavuz. Boah, Pfosten. Überragend gemacht. Ja, Ball ist noch heiß. Moritz Roth. Jetzt ist er weg. Und das war überragend gemacht, auch die Vorarbeit von ihm hier, von Jan Brandscheid. Und dann der Ball in die Mitte und der war mustergültig und da macht's King Kintscher einfach zu genau. Gut durchgesteckt zu Kintscher. Immer noch Kintscher am Ball, hält sich auf den Beinen. Muss ich jetzt trennen. Ball geht raus zu Ömer Yavuz. Zu Maxim Burkhardt, der in die Mitte, ja, zu Yavuz. Nee, zu Hammel. So, Dominik Kintscher. Oh, da kommt gut, da kommt Bösen dran. Bösen! Und da kriegt er keinen Druck dahinter, hinter diesen Ball. Ich habe vergessen, Markus zu fragen, ob er heute auch die richtige Torhymne eingepackt hat. Weißt du das? Die richtige Torhymne. Heute muss man ja, glaube ich, vielleicht eine andere Torhymne spielen. Vielleicht das alte Eintracht-Lied als Torhymne. Ah, ja. Ich frage ihn gleich mal. Ah, gut verteidigt den Ball. Gut abgelegt. Kintscher. Kintscher, flach. Ja, muss er prallen lassen, Eljuga. Aber der Ball überwindet ihn halt nicht. Wo ist denn der Ball? Riesen Tovabohu und dann das Foul an Maurice Roth. Wahnsinn. Also Blum auf jeden Fall der Meisterdribbler heute. Versucht sich bis ins Tor zu dribbeln. Wilder Westen. Ja. Das dürfte Schramm gewesen sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Der hatte auf jeden Fall was. Oh, und da gibt es... Das, ach, das darf doch nicht wahr sein. Ja, könnte das sogar der eigene Mann gewesen sein, Ali. Kurz ausgeführt. In den Lauf von Bubala. Bubala mit der Flanke. Und das nicht! Das 2:0 durch Maxim Burkhardt. So sah es zumindest für mich aus. Ja, der war noch dran. Gibt auch deswegen Eckball für den SVE. Der 8. im Spiel. Also, die letzte reguläre Spielminute ist mittlerweile angebrochen. Die Lauterer und die Schiedsrichter wieder in die Kabine kommen können. Also wenn es bei diesem Spielstand bleibt, wir feiern, aber wartet bitte noch einen Moment. Da kommt der Ball zu Hammel. Hammel. Immer noch Daniel Hammel, der hat die Führung auf dem Fuß und Eljuga kriegt nochmal irgendwie die Füße dazwischen. Riesengelegenheit für den SOE. Da können wir nochmal schnell den Blick drauf gucken. Da ist Hammel und dann irgendwie Eljuga, der kriegt dann noch die Hände hoch. Riesengelegenheit für Hammel hier, um alles klar zu machen für den SOE. Unsere Eintracht mit Ausnahme von Eljuga. Ja, und jetzt könnte sich da ein blitzsauberer Konter gefangen werden, aber auch Lautern eilt da zurück in die eigene Hälfte. Und Frusch behauptet den Ball gegen zwei. Und dann ist hier aus! Dann hat Dennemerker genug! Und sagt,
Es soll's gewesen sein. Herzlich willkommen zurück, Eintracht Trier in der Regionalliga als Meister. Acht Spieltage vor Abschluss dieser Saison. Und jetzt brechen hier natürlich alle Dämme. Und es ist Jubellaune im Trierer Moselstadion. Und Ali, ich gucke zu dir, aber du dürftest auch am Feiern sein. Ich bin sowas von am Feiern. Beneide dich aber trotzdem, dass du unten auf dem Rasen bist. Ali, hier liegen sich alle in den Armen. Es wird gejubelt, gelacht. Die Stimmung ist ausgelassen und die Fans skandieren natürlich Oberligameister SVE. Tommy, wow, du riechst schon nach einem gewissen Eau de Cologne, was du hoffentlich die nächsten zwei Tage nicht mehr ablegen wirst, denn heute wird ordentlich gefeiert. Ich gratuliere dir zu einer... Los ist einfach nur genießen, feiern, die Porter stehen lassen hoffentlich, aber mindestens sie kurz anreißen. Wahnsinn, du sagst es richtig. 31. Spieltag heute von 38. Dann die Meisterschaft perfekt zu machen, im Heimspiel freitagsabends. Mehr ging nicht, wir haben es uns so verdient und angerichtet für heute. Wir mussten viel leiden heute, wie auch in der ganzen Saison. Es war, jeder wollte uns immer schlagen. Die Jungs haben von Tag 1 dran geliefert und dass sie es heute schon geschafft haben. Chapeau und großes Kompliment und Freude für ganz Trier. Perfektes Wochenende, schöner geht's nicht. Absolut, ich denke auch, das komplette Wochenende wird in der ältesten Stadt Deutschlands gefeiert. Noch kurz zur Partie. Lautern, der ja, erwartet unangenehme Gegner. Zweimal musstest du sehr wahrscheinlich verletzungsbedingt wechseln. Also Lautern hat euch alles abverlangt, aber deine Mannschaft wollte heute einfach mehr und hat dann auch durch dieses Freistoßtor von Sven König den Aufstieg perfekt gemacht. Genau, erste Halbzeit muss ich sagen, Bombenspiel, viele Chancen. Postel. Wer, wenn nicht Dominik Hinscher? Wer, wenn nicht Dominik Hinscher? Jetzt das dritte Mal. Es steht dir. Siehst immer noch gut aus. Nee, nicht mehr. Jetzt sind wir. Aber egal. Heute ist Feiern angesagt. Wie gesagt, wir mussten leiden. Lautern hat in 6 Spielen zuletzt ein Gegentor bekommen. Hat zuletzt 3-0 Worms geschlagen, Gonsheim geschlagen. Wir wussten, was heute kommt. Eine Profitruppe. Unsere Jungs sollen heute arbeiten. Wie du sagst, die Mentalität heute, der Spirit des Stadions, das war alles da. Unser Tor war vernagelt und es sollte heute so sein, dass die Eintracht heute nach 2 Jahren wieder aufsteigt. Wunderbar. Eine grandiose Leistung der Mannschaft, eine grandiose Leistung aber auch von dir und dem Trainerteam. Ich sage wirklich herzlichen Dank im Namen aller Trierer. Ich lasse dich jetzt feiern und ich hoffe, 72 Stunden lang sieht man jetzt nur den Party-Tommy. Zu Recht, auf jeden Fall. Aber die Jungs sind noch, machen das auch. Ich habe noch einen Umzug vor mir, aber ansonsten sehr gerne. Und Mallorca haben wir auch noch Ende Mai vor uns. Das haben wir uns auch verdient und da freue ich mich dann drauf, dass wirklich was mit 30 Leuten uns dahin reisen, weil das gehört auch so ein bisschen dazu. Wir sind hier im Amateurfußball und wenn man dann so eine grandiose Saison spielt, dann gehört das einfach dazu. Und da freue ich mich richtig, dass wir so viele auf die Beine gestellt haben. Die Jungs holen sich Urlaub für diese Woche und da machen wir dann richtig Party. Aber jetzt darf heute Trier 3 Jahre lang komplett feiern. Vielen, vielen Dank. Das geht auf deine Kappe. Danke, Tommy. So, nochmal zu dir, Ali. Und ja. Hast du auch was abbekommen? Oh. Ah ja, ich sehe schon. Nochmal zu dir. Ich suche mir den nächsten Interviewpartner. Ja, mach das. Gerade beschäftigt. Gibt noch ein paar schöne Bilder. So, da ist er. Sven König.
Nicht nur Arbeitskollegen. Nee. Sven, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg mit unserer Eintracht. Heute ganz klar du, der Man of the Match. Du hast auch nicht auf die Socken bekommen. Machst dann trotzdem noch das einzige Tor des Spiels, entscheidest damit diese Partie und trägst damit sozusagen den Schlusspunkt auf diesen Aufstiegstag. Also erstmals Wahnsinn, wirklich was für eine Saison gespielt haben. Hut ab vor Mannschaft, Trainerteam. Trainerteam auch großen Anteil daran. Mannschaft sowieso, was wir da abgezogen haben. Das wird jetzt 8 Spieltage vor Schluss in der Liga. Ich meine, wir haben gesehen, wie hart das sein kann vor 2 Jahren. Das ist nicht selbstverständlich. Also es ist wirklich krass, was wir dafür jetzt feiern. 7, 8 Spieltage vor Schluss. Krass, wirklich krass. Geil heute, dass wir es zu Hause geschafft haben. Und zum Spiel ist, also unterm Strich muss ich wirklich sagen, gut, dass wir zu 0 gespielt haben. Schade, dass das Spiel, also wenn wir es vernünftig spielen, gewinnen wir 2-3-0. So haben wir es spannend gemacht. Lauter war nicht schlecht, aber das Spiel ist scheißegal. Hauptsache gewonnen. Und zu Hause besser als auswärts oder so. Und das ist doch wirklich einfach geil. Absolut. Und nochmal an euch vielen Dank. Du, überragenden Job. Geil, dass ihr das macht. Wirklich. Meine ich komplett ernst. Wirklich überragend, wie ihr das macht. Also wirklich top. Danke, Sven. Nehmen wir gerne mit. Eine Frage bleibt mir noch zu stellen, dann lass ich dich weiter feiern. Und zwar, du hast auch nicht auf die Socken bekommen. Da sah nicht alles immer so glücklich aus. Ich hoffe für dich, du kannst jetzt 100% Gas geben beim Feiern. Ah, das geht. Je mehr Bier, desto weniger Schmerz. Sehr gute Formel. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, mein Lieber. Wir sehen uns. Das ist ein Versprechen. Auf jeden Fall. Ali, damit nochmal zu dir. Ja. Mo! Ein hartes Stück Arbeit. Eine grandiose Saison und die krönt ihr heute. Und du als Kapitän der Mannschaft mit dem Sieg über Lautern war ein schweres Stück Arbeit, hat sich am Ende. Aber ich denke, wenn du in die, wenn du in die Gesichter der Leute um dich herum blickst, Mannschaftskollege. Hat sich mehr als gelohnt. Ja, absolut, absolut. Ist natürlich von der Emotion her was ganz, ganz anderes als gegen. Ja! Du kannst direkt in der Nähe bleiben. Ja, ist immer wieder schön. Aber von der Emotion. So, das war eine Abkühlung präsentiert vom Torwarttrainer. Ja, kriegt er noch zurück. Und bei ihm trocknen die Haare länger. Das glaube ich dir. Ist aber gut für die Locken, habe ich mir sagen lassen. Ja, genau. Die werden dann richtig dauerwellig. We are on fire! Also nochmal ganz schnell. Hartes Stück Arbeit, aber wenn du in die lachenden Gesichter blickst, dann hat sich das mehr als gelohnt. Was hier heute wieder los war im Stadion. Gänsehaut-Feeling. Man sagt ja immer, einen schlafenden Riesen geweckt. Aber dieser Verein, der lebt seit 2 Jahren. Zu 1000%, das ist phänomenal und der Verein ist wieder da, wo er hingehört. Kurzfristig, mittelfristig gehört er auch nicht in die Regionalliga, sind wir uns alle einig. Würde ich so unterschreiben, gar keine Frage. So, wir kennen dich aber nicht nur als Mann, der auf dem Platz vorangeht, sondern auch außerhalb des Platzes. Wohin führst du die Mannschaft? Du bist wahrscheinlich später dabei, du wirst es live miterleben. An alle Wirte, ich hoffe, das Bier ist kalt und schauen wir mal, ob die Ration ausreicht für uns. Ich glaube es eher nicht. Wie gesagt, traditionelles Porterschlafen beim Aufstieg ist auch wieder dabei dieses Jahr. Alles klar. Ich sage vielen, vielen Dank und herzlichen Dank für deinen Einsatz, für diese Stadt, für diesen Verein. Dann so. Grüß dich. So, damit nochmal zurück zu dir, Ali. Und noch ein letzter Interviewpartner und ich glaube, dann machen wir Feierabend und feiern ein bisschen mit, ne? Ja, würde ich auch sagen, ja. Die ganze Familie Roth, komm, der Papa kommt auch mit hinzu. So, wir machen jetzt ein Familieninterview. Ne? Alles klar. Also, erste Frage an den Papa. Wie gratuliert man dem Sohnemann aufrichtig zum Aufstieg in die Regionalliga? Der hat so heute geackert wieder, der Kerl. Ey. Die ganze Mannschaft, ey. Ich bin so stolz. Ein Wahnsinn. Unfassbar. Bis jetzt die Saison ein Wahnsinn. Zuschauer heute wieder unfassbar. Was die Mannschaft heute geleistet hat, wieder mit 1-0 da über die Bühnen gekriegt. Müsste eigentlich 2-0 stehen vor der Halbzeit, ey, dann bist du am Zittern. Aber sah nicht super über die Bühnen gekriegt. Ich bin so stolz und geil. Das können wir so unterschreiben, würden wir so unterschreiben. Wir sind auch sehr stolz. Über 6.000 Zuschauer sind stolz. Die ganze Stadt feiert mit euch. Wie viel bedeutet dir dieser Aufstieg, dieser heutige Tag und mit wie viel Schmerz hast du den dir heute erkauft?
Ja, also grundsätzlich muss man sich erstmal bei den ganzen Fans, bei dem ganzen Drumherum, bei dem ganzen Staff und bei der Mannschaft bedanken für die bis jetzt großartige Saison. Der heute, der Abend, der war prädestiniert dafür aufzusteigen. Es war ein Freitagabend, ein Flutlichtspiel und dann so ein dreckiges 1-0. Besser geht es gar nicht. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft, ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen. Jawohl, und wir haben gewonnen, ja. Mann! So, jetzt wird er mir hier davon getragen. Geil, sorry. Ja. Ja, und jetzt hat der ganze Abend, den können wir uns heute genießen. Wir können den uns heute, haben wir uns wirklich erarbeitet und wir können mit der ganzen Stadt feiern. Es ist einfach so schön, jetzt morgen und übermorgen einfach in der Stadt unterwegs zu sein mit den ganzen Leuten, die in der Stadt waren, die heute extra gekommen sind, mit uns zu feiern. Und schöner geht es gar nicht. Und deshalb bin ich einfach froh, heute hier sein zu dürfen und Teil davon sein zu dürfen. Das heißt, das Lied in deiner Playlist lautet heute: Wo war ich in der Nacht von Freitag auf Montag? Richtig. Sehr gut. Mo, vielen Dank für deinen Einsatz. Danke auch. Und danke auch. Viel Spaß beim Feiern. Ja, Dankeschön. So, einer, Ali, den gestattest du mir noch. Der darf nämlich nicht fehlen. Denn wir werden uns jetzt noch auf die Suche nach mindestens einem Gunny machen, weil da wissen wir ja auch, dass die familiäre Historie... Ja, ich versuche dir mal irgendwie zu helfen. Ich guck mal, ob ich irgendjemanden erblicken kann. Warte mal. So. So, da habe ich doch schon. Da habe ich sogar die Hälfte der Familie. Auch den Papa, Tim. So, ich habe gesagt, kein Aufstieg ohne Interview mit einem Gunny. Ja. Ja, jetzt hat es dieses Mal dich getroffen. Gunny, wir wissen alle, durch deine Adern fließt blau-schwarz-weißes Blut. Wie wichtig ist der heutige Abend für dich? Wie stolz bist du auf deine Teamkameraden? Also, ich muss sagen, am Anfang der Saison, ich war mir sicher, wir steigen auf. Aber wir sind hier durch die Liga marschiert in einer Manier, das sucht seinesgleichen und das ist phänomenal. Es ist unglaublich. Es sind noch so viele Spiele eigentlich übrig und wir haben es heute schon geschafft. Und das haben wir uns verdient, genau am heutigen Tag. Und es bedeutet mir so viel, weil diese Mannschaft, die hat so einen geilen Charakter und hat so sehr verdient, heute an einem Freitagabend hier im Moselstadion aufzusteigen. Das ist einfach überragend. Absolut. Und wenn du in diese Tausenden von Gesichtern blickst, unter anderem Asalan, ja, der auch dir natürlich gratulieren will, dann habt ihr für die ganze Stadt, für die ganze Region gerade einfach eine Riesentat geleistet. Ab wann hat es denn bei dir Klick gemacht? Ab wann wusstest du, heute Abend, das wird unser Abend? Ich wusste ab letzten Samstag, der Tag heute ist gekommen, das ist genau so gekommen, weil wir uns das genau in der Form auch verdient haben, hier zu Hause. Und ich wusste ab dem Tag, wo es klar war, dass wir hier spielen, dass wir es heute klar machen werden. Und das hat man auch heute gesehen. Bis zum Ende hat sich jeder in alles reingeworfen und das zeigt einfach, dass wir so eine geile Truppe sind und so einen geilen Zusammenhalt haben. Absolut. Als prädestinierter Teammanager von Eintracht Trier hast du mit Sicherheit auch ein bisschen die Feierlichkeiten in die Hand genommen, planungstechnisch, oder? Ich habe mir gedacht, soll ich was planen? Und habe mir dann auch gesagt, wenn man jetzt zu viel plant, schon im Voraus, wenn es am Ende schief geht, dann ärgert man sich zu sehr, dass man schon irgendwie sich zu sehr auf das danach gefreut hat. Wir sind im Hier und Jetzt, aber man muss sich um uns keine Sorgen machen, dass wir diesen Tag und auch dieses Wochenende nochmal alles geben werden, wie in den 90 Minuten auch und in der ganzen Saison. Mehr Bier, weniger Schmerz. Die Formel, die muss ich mir merken. Absolut.